Hallo liebe Freunde dieses Kanals, heute geht es um die neue Quarantäneverordnung, die ab dem 8. November gilt, wenn ihr in Urlaub fahrt, welche Regeln da gelten, wenn ihr wieder zurückkommt, woher ihr wisst, wo ihr hinfahren könnt ohne Quarantänepflicht nach der Rückkehr, welche Ausnahmen es gibt, alles jetzt dazu im Video. Das Bundeskabinett hat eine neue Quarantäneverordnung erlassen, die gilt ab dem 8. November als Muster für die Bundesländer, um das in ihrem eigenen Bundesland umzusetzen. Das wird natürlich einige Veränderungen zur Folge haben. Jeder Ministerpräsident wird wieder sein eigenes Süppchen kochen, da werden wieder Anpassungen vorgenommen. Aber das ist das Muster, da könnt ihr ungefähr sehen, was auf euch zukommt, wenn ihr in den Winterurlaub fahrt dieses Jahr. Auch wenn es da natürlich gar nicht so einfach ist, wohin. Man weiß aber ja nicht, was im Dezember kommt. Denn diese Verordnung gilt natürlich dann auch im Dezember, Januar, Februar. Zumindest, wenn nicht wieder irgendjemand auf die Idee kommt, diese wieder zu ändern in 2 Wochen. Das ist momentan auch das Problem, finde ich, dass dauernd irgendwas verändert wird und ehrlich gesagt die Leute doch müde sind, sich jeden Tag neu zu informieren, was gilt denn jetzt wieder. Ist ein Grund, wieso viele auch sagen, komm, ist mir doch egal, ja. Ich fahre in Urlaub, komm wieder zurück und wen juckt's, ja, so nach dem Motto. Deswegen sollte man doch mal eine Regel haben, die zumindest mal für ein paar Monate Bestand hat. So schwierig kann das doch nicht sein. Die Musterquarantäneverordnung sieht vor, dass Reisende, die aus dem Ausland einreisen und sich in den 10 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dass die in Quarantäne müssen. Risikogebiete könnt ihr aktuell beim Robert-Koch-Institut nachschauen. Ich habe euch unten den Link reingemacht, wenn ihr in Urlaub fahren wollt und euch informieren wollt oder im Urlaub seid. Denn es ist nicht ganz klar, ab wann gilt das denn. Ja? Weil ich will euch mal ein Beispiel sagen. Ich fahre jetzt von mir aus am 15. Dezember nach Österreich zum Skifahren und komme dann am 2. Januar wieder zurück. Nehmen wir mal an, Österreich ist momentan Risikogebiet. Aber nehmen wir mal an, das wird Anfang Dezember aufgehoben, weil die Österreicher auf einmal sehr wenig Corona-Fälle haben. Das war ja auch im Sommer so. Und die Leute fahren nach Österreich. Dann würden von mir aus Ende Dezember die Zahlen steigen und das Robert-Koch-Institut kommt auf die Idee, Österreich zum Risikogebiet zu erklären. Dann kommt ihr ja letztendlich aus einem Risikogebiet, ohne dass ihr das vorher geplant habt. Das heißt, letztlich wird das zu Riesenchaos führen, denn man muss sich im Urlaub tatsächlich informieren, bin ich jetzt in einem Risikogebiet oder nicht? Und wer hat darauf im Urlaub schon Lust? Denn wenn während des Urlaubs das zum Risikogebiet erklärt wird, dann müsste man tatsächlich nach der Rückreise 10 Tage in Quarantäne. Was ja auch nicht jeder machen kann. Ja? Wenn ich jetzt am 6. zum Beispiel zurückkomme, das machen ja viele, 6., 7., da muss man wieder arbeiten danach und dann soll man auf einmal 10 Tage in Quarantäne. Also mal sehen, wie das wird und auch mal sehen, ob es überhaupt möglich sein wird, in Urlaub zu fahren. Ich denke, dass man da versuchen wird, einen Riegel vorzuschieben. Es wird immer komplizierter jetzt und es werden immer mehr Verordnungen gemacht und die Leute werden abgeschreckt und ich glaube, das ist eigentlich das Ziel, zu suggerieren, Leute, vergesst es, bleibt zu Hause. Aber wir werden sehen, was kommt im Dezember. Wer also aus einem Risikogebiet zurückkommt nach Deutschland und unter keine Ausnahme fällt, die sage ich euch gleich, der muss 10 Tage in Quarantäne. Und jetzt kommt der Knaller, er muss das zuständige Gesundheitsamt informieren. Dazu wird es anscheinend eine digitale Möglichkeit geben. Ich habe schon nachgeschaut, wurde viel darüber geredet, ist aber noch nicht online. Man hat jetzt gesagt, okay, das wird ab dem 8. November online sein. Und dann ist das Stichwort digitale Einreiseanmeldung. Und da soll man dann tatsächlich angeben, von wo man kam und wie lange man dort war wahrscheinlich. Und dass man wieder da ist. Also ein Kontrollmechanismus, naja, ob man das gut finden will oder nicht, ich finde es nicht gut. Das hat sowas von Überwachung, findet ihr nicht? Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr dazu denkt. Für mich ist das immer so ein Hauch Überwachungsstaat. Für mich etwas merkwürdig ist die Regelung nach 5 Tagen frühestens. Also wenn ihr zum Beispiel aus Österreich zurückkommt, nehmen wir den 5. Januar und dann dürft ihr frühestens am 10. Januar einen Corona-Test in Deutschland machen. Also ihr dürft natürlich schon, aber ihr könnt eure Quarantäne damit nicht unterbrechen, wenn ihr zum Beispiel einen Tag nach Einreise einen Corona-Test macht, denn dann ist das nicht gültig für die Aufhebung der Quarantäne, sondern ihr müsst erst 5 Tage da sein, dann könnt ihr einen Corona-Test machen und wenn der dann negativ ist, dann endet die Quarantäne. Tolle theoretische Idee. Aber praktisch geht das nicht, weil praktisch sieht das so aus, du gehst nach 5 Tagen einen Corona-Test machen und das Ergebnis kommt nach 5 Tagen. Dann hast du Geld ausgegeben für einen Corona-Test, weil es ist noch nicht klar, wer das bezahlt dann. Wahrscheinlich werden wir auf den Kosten dann sitzen bleiben, selber schuld so nach dem Motto, wenn ihr in Urlaub fahrt. Und ihr habt nichts davon, weil ihr kriegt kein Ergebnis innerhalb von 48 Stunden. Das ist absolut Utopie. Ja, da habe ich ein bisschen Erfahrung in meinem Umfeld. Also ich habe keinen Fall in meinem Umfeld, der sein Testergebnis nach 48 Stunden hatte. Die Regel waren 4 bis 6 Tage. Ja, und dann könnt ihr das im Prinzip vergessen, dann könnt ihr gleich in Quarantäne bleiben, 10 Tage, spart euch das Geld von den Corona-Tests, bringt eh nichts. Kommen wir zu den Ausnahmen zu dieser Regel. Ausnahme von der Quarantänepflicht ist dann, wenn ihr mit einem negativen Testergebnis einreist, das nicht älter ist als 48 Stunden. Wörtlich heißt es, Ausnahme von der Quarantänepflicht mit negativem Testergebnis, Test nicht früher als 48 Stunden vor Einreise bzw. unmittelbar bei der Einreise vorgenommen. Ja, damit ist wahrscheinlich gemeint an Bahnhöfen, an Flughäfen,
Flughäfen kann man sich ja vor Ort testen lassen. Ich denke, das ist gemeint. Allerdings ist das natürlich für die vielen Urlauber, die mit Auto wegfahren, gerade in den Skiurlaub fahren die meisten mit Auto nach Österreich oder Schweiz. Die können das natürlich nach der Einreise meistens nicht machen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir die Kapazitäten haben, um bei den Rückreisewellen am Wochenende dann wirklich alle zu testen. Aber man wird sehen, vielleicht funktioniert es. Ja? Vielleicht werde ich ja mal überrascht. Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind Personen mit systemrelevanten Berufen, Besucher aus familiären Gründen länger als 72 Stunden. Soll wahrscheinlich heißen, nicht länger als 72 Stunden. Steht aber hier auf der Seite der Bundesregierung, Besucher aus familiären Gründen länger als 72 Stunden. Keine Ahnung, also ich würde sagen, nicht länger als 72 Stunden. Allerdings ist es natürlich dann schon ein bisschen, ich kann natürlich immer sagen, ich habe Familie irgendwo besucht, habe vielleicht auch Familie. Ne? Ich fahre jetzt nach Österreich, habe in Wien einen Familienangehörigen dritten Grades. Eine weitere Ausnahme sind nachweislich zwingend notwendig und unaufschiebbar Berufs-, Studien- oder ausbildungsbedingt reisende Personen bis zu 5 Tagen Aufenthalt. Ja, das ist natürlich auch wieder ein Ermessensspielraum, was jetzt unbedingt notwendig ist. Ja. Naja, okay, ist mal wieder so eine Regelung, wo keiner was mit anfangen kann. Ja. Letztendlich wird man, wenn man in Winterurlaub geht, in Quarantäne gehen müssen, außer man kann sich bei der Einreise direkt testen lassen. Allerdings ist hier nicht definiert, ob Schnelltests zulässig sind, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt zu Schnelltests. Heißt ja dann de facto, ich muss auch auf mein Testergebnis warten und solange ich auf mein Testergebnis warten muss, muss ich in Quarantäne. Wenn ihr allerdings mit dem Auto zurückfahrt und dann bei euch zu Hause zum Test geht, bringt nichts. Müsst ihr erst nach 5 Tagen könnt ihr das frühestens tun und da ihr das Testergebnis ohnehin nicht vor 2-3 Tagen kriegt, wenn es ideal läuft, meiner Erfahrung nach dauert es deutlich länger, bringt euch das nichts, weil dann die 10 Tage Quarantäne schon vorbei sind. Außer ihr seid natürlich neugierig, ob ihr tatsächlich euch irgendwo infiziert habt, dann macht es natürlich immer Sinn. Was haltet ihr von der Quarantäneregelung? Habt ihr vor, in den Winterurlaub zu fahren? Lasst ihr euch oder sagt ihr, bleibt dieses Jahr lieber zu Hause? Schreibt mir in den Kommentaren, gebt mir ein Like, wenn euch das Video geholfen hat und folgt meinem Kanal. Bis dann, euer Alex.